schwierig, das alles zu verarbeiten. Die Krankheit, seine Diagnose, wo wir fast 2 Wochen mussten warten, ob überhaupt feststeht, was er hat und ob es Leukämie ist oder nicht. Es war schon eine harte Zeit. Ich habe am Körper blaue Flecken bekommen. Dann wurde ich im Gesicht immer blasser, hatte keine Lust mehr auf irgendetwas und war den ganzen Tag müde. Die Krankheit wirkt sich aus in dem Sinne, dass er zu wenige rote Blutkörperchen, zu wenig weiße und Thrombozyten hat. Die roten Blutkörperchen sind für den Sauerstofftransport, für die Organe verantwortlich. Die weißen Blutkörperchen für die Immunabwehr im Körper und die Thrombozyten für die Blutgerinnung. Das heißt, wenn er sich jetzt irgendwie schneiden würde oder verletzen würde, würde er verbluten. Ich wünsche mir, dass mein Sohn wieder gesund wird, dass viele Leute zu dieser Typisierungsaktion kommen oder sich bei der DKMS registrieren lassen. Ich wünsche mir, dass ich wieder gesund bin und mit meinen Freunden Fußball und Fahrrad fahren kann. Hallo, ich bin der Sven Fischer und leider ist in meiner Region der Luca betroffen und ihr könnt mithelfen, nicht nur reden, sondern handeln. Bei mir tat es auch nicht weh. Also Mund auf, Stäbchen rein und potenzieller Spender sein.